So, 600 haben wir. Hier können wir Mülleimer ausleeren jetzt. Können wir mit 600 was kaufen? Ich glaube, einen Arbeitsspeicher, ne? Ja, willkommen zurück zum Hacker Life Simulator hier bei Angezockt und Ausprobiert. Mein Name ist Space Vibes und wir gehen direkt rein. So, wir haben hier beim letzten Mal 700 Dingens. Dingenskirchens, ne? 729 Manpower. Würde ich hier direkt mal ein Upgrade kaufen, mehr Arbeitsspeicher, Meicher. Weil wir brauchen ja definitiv mehr People-Meeple. Damit wir hier den nächsten Auftrag im Auftrag machen können, der wahrscheinlich 10.000 braucht. Ich weiß nicht, ob wir das überhaupt in den 40 Minuten jetzt erreichen werden, for real. Aber wir werden sehen. Ich werde mein Bestes geben. Aber manchmal ist das Beste halt nicht gut genug, lol. So. Kann man eigentlich die Musik irgendwo ausmachen? Ja. Na, ganz leise ist okay. Die gibt aber tatsächlich einen Copyright-Claim auf YouTube, aber ohne Auswirkungen, zum Glück. Lol. Also an alle YouTube-Friends, die es gerade auf YouTube sehen, nicht wundern, wenn ihr die Mucke in der Videobeschreibung seht. Aber finde ich auch cool, dann ist er quasi supported, der Ersteller der Mucke. So. Können wir wieder was kaufen, oder? Nee, noch nicht. Das ist, ach so, wir können ja hier spielen. Genau. Mit den DDoS-Attacks können wir hier mehr Dinger sammeln. So. Aber ich finde das Spiel irgendwie cool. Es ist zwar quasi, also es ist relativ simpel, bisher zumindest. Vielleicht kommt das ja noch, I don't know. Aber ich finde es irgendwie süß und cool. Ist eine coole Idee. Schade, dass sie, also ich weiß nicht, vielleicht entwickeln sie es ja noch weiter, aber auch so vom Stil und so, finde ich, hätte das noch übel Potenzial, das noch viel cooler zu machen, das Spiel. Also der Grundaufbau und auch das Design, Grafik und so finde ich eigentlich cool. Es ist zwar sehr simpel, aber ich finde es cool und passend. Nur man könnte noch ein bisschen mehr, also vielleicht andere Spiele oder noch Upgrades auch für die Spiele oder so. Und auch die Hacks selbst, dass man da in dem Hack dann vielleicht noch irgendwie ein Spiel meistern muss, damit der Hack erfolgreich ist und nicht einfach nur, dass man genug Hacking-Power erspielt und dann hat man den Hack geschafft. So. Auf geht er, der Peter. Jetzt wird es hier aber schneller. Jetzt geht's hier rund. Kriegen wir auch voll viel hier gerade. Ich glaube, so viel haben wir hier noch nie erspielt. Okay, jetzt wird's langsam challenging. Okay, das war jetzt gerade sehr einfach, aber. Scheiße. So, 600 haben wir. Hier können wir Mülleimer ausleeren jetzt. Können wir mit 600 was kaufen? Ich glaube, einen Arbeitsspeicher, ne? So, und ab jetzt werden die beiden halt gerade erstmal billiger. Als nächstes gehen wir dann auf Grafiksparkarten, Grafikkarte und CPU bei beidem. Chillig. Und 400, wir haben jetzt 260, okay, also gar nicht mehr so lange, bis wir die erste Grafikkarte ballern können. So, Friends. Apropos Grafikkarte. Was habt ihr denn so für Grafikkarten, Chat? Hier könnte auch so eine actionreiche Synthwave-Musik laufen in dem Game, das wäre auch cool. So. Irgendwie sowas. Wisst schon. Okay. Das heißt, wir kaufen die Graphic Card. Zack, zack. Brauchen wir nochmal 300, dann können wir die nächste Graphic Card kaufen. Da,
Aber mich würde echt mal interessieren, wie schnell die Rechner dann mit dem Upgrade werden. Also da steht ja auch, also man kann man nur die Menge increasen oder auch die Zeit oder so. Man konnte ja auch den neuen Rechner kaufen für, ich glaube, 1000 war das. Das haben wir auch gemacht. Aber so krassen Impact habe ich davon nicht gespürt. Das wäre die spannende Frage, was das dann im Detail quasi bringt. Ja. Da, 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 da. Hi, GamerFG. Du bist wahrscheinlich wegen Minecraft hier, weil ich glaube, in YouTube steht noch Minecraft drin. Wir spielen auch in circa 30 Minuten wieder Minecraft. Für alle, die dieses Video dann auf YouTube sehen, später von Hacker Live Simulator, ihr wisst ja, wird im Rahmen vom Twitch-Stream gemacht, wir haben vorher Minecraft gespielt. Und spielen auch nachher wieder Minecraft. Aber jetzt gerade Hacker Live Simulator angezockt und ausprobiert. Episode Nummer 2. Damit wir dann hier hoffentlich demnächst den nächsten Hack machen können. Wie geht's dir, GamerFG? Game over. So, da können wir eine nächste Grafikkarte kaufen. Zack, puff, peng. Die wird dann richtig teuer. Alter, krass. 800, einfach Preis verdoppelt. So, dann 400 für CPU zweimal erspielen. So, wir haben jetzt auch gleich hier den Bonus voll. Dann gibt's wieder, ich glaube, fünffach Points. Ich glaube, damit kann man dann am Ende das relativ schnell hochziehen, wenn man hier die Upgrades macht. Gut, und dir? Ja, danke, dass du fragst. Mir geht's soweit auch gut und ich freue mich vor allen Dingen, dass auch auf YouTube jetzt Leute im Chat sind und auf YouTube Leute im Stream sind. Das freut mich wirklich. Wie gesagt, ich spiele hier gerade den Hacker-Life-Simulator. Wenn dich interessiert, was das ist, kannst du gerne auch mal auf meinem Kanal mein Video dazu auschecken. Weil ich spiele jetzt quasi jede Woche im Stream circa 40 Minuten ein Spiel meiner Wahl. Und aktuell ist es Hacker-Life-Simulator. Weil ich habe super viele Spiele in meiner Bibliothek, die ich noch nie gespielt habe. Und mit dieser Rubrik will ich dem quasi entgegenwirken. Und es macht sehr Spaß, da einfach auch viele neue Spiele kennenzulernen. Und ansonsten freue ich mich auch gleich wieder auf Minecraft. So. Da, 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 da. Spielst du auch selber verschiedene Spiele, GamerFG? Also ich meine, bei dem Namen macht das irgendwie Sinn, aber was spielst du so? Währenddessen machen wir hier weiter die DDoS Attack, um ein bisschen Hacker-Power zu sammeln. Um das nächste Upgrade für den Rechner zu kaufen, den nächsten CPU. Wie viel brauche ich noch? Gar nichts. Chillig. So. Jetzt brauchen wir fürs nächste Upgrade jeweils 600. Wir können jetzt. Jetzt haben wir einen Bonus aktiviert. Das war halt richtig verschenkt, ne? Der stackt halt nicht über die 100. Das war richtig dumm. Sag ich dir halt, wie es ist, ne? Aber gut. Let's play. Ah, du machst auch YouTube und spielst Fortnite. Ja, cool. Ich habe einmal Fortnite gespielt, habe gecheckt, okay, ich bin zu alt für den Scheiß. Hab zwei Runden gespielt, war schlecht, habe es wieder deinstalliert. Aber ich sag dir ehrlich, es lag gar nicht am Skill. Und das Spielkonzept an sich finde ich eigentlich ganz cool. Halt so Battle Royale, alles looten. Und ich finde es auch irgendwie ganz nice so mit den Charakteren und so. Aber das Bauen nervt mich. Aber ich habe gesehen, es gibt jetzt ja, glaube ich, in Fortnite No-Build, oder? No-Build-Server. Das müsste ich vielleicht mal ausprobieren. Weil das Bauen hat mich genervt. Alles andere fand ich eigentlich cool. Aber das Bauen hat mich halt richtig genervt. So. Du, 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 du. Mal sehen, wie weit wir hier jetzt kommen heute noch. Wir haben noch circa eine halbe Stunde jetzt Zeit. Dann ist angezockt und ausprobiert für Hacker Life Simulator beendet. Mal sehen, ob wir den dritten Hack noch schaffen. Also den vierten werden wir auf keinen Fall mehr schaffen, weil der braucht viel zu viel Hacking Power. Aber vielleicht schaffen wir den dritten noch. Jetzt geht's hier aber rund.
Wäre auch cool, wenn man noch einen Highscore sehen würde hier, wie weit man es mal geschafft hat. Also wie gesagt, das Spiel hat echt gute Ansätze, aber hätte noch Luft nach oben gehabt, noch cooler zu werden. So, wir haben jetzt 800. Nice. Dann kaufen wir mal ganz entspannt ein Arbeitsspeicher-Upgrade. 1 und mehr ist halt auch wieder nicht drin, ne? Null bauen macht schon Bock. Okay, also gibt's jetzt No-Build-Server auf Fortnite, ja? Oder bei Fortnite. Das könnte ich vielleicht mal ausprobieren. Ich glaube, ich habe Fortnite sogar letztens installiert wieder, weil ich Rocket Race ausprobieren wollte. Weil ich spiele hier auch ab und zu Rocket League auf dem Channel. Und ich wollte Rocket Race mal ausprobieren. Weil das, fand ich, sah echt ganz cool aus. Aber ich habe es noch nicht ausprobiert. Ich habe auch nicht kapiert, ist das jetzt für immer ein neues Spiel? Oder ist das jetzt aktuell eine Season in Fortnite? Genauso wie ich gesehen habe, dass es ja Lego Fortnite jetzt gibt. Auch da habe ich nicht kapiert, ist das jetzt eine Season, die irgendwann wieder weg ist? Oder ist das dauerhaft jetzt auch? Das habe ich alles nicht gecheckt, weil ich einfach null in dieser Fortnite-Bubble drin bin. Doch cool, dass wir jetzt Hacker-Life-Simulator spielen und über Fortnite reden, aber macht ja nichts. Finde ich nice. So, jetzt können wir das nächste Upgrade kaufen hier. Hä? Ach, Idiot, ich habe hier noch gar nicht die CPU gekauft. Voll der Idiot, ey. Richtig gut. Fresh. Aber ich habe das Gefühl, man kommt jetzt schon ein bisschen schneller voran, tatsächlich. Also so langsam summiert sich es halt einfach schneller. Ja, Friends, wenn ihr das hier auf YouTube seht, vor allen Dingen gerne mal ein Abo dalassen auf meinem Basevibes Highlights Kanal. Ne, Quatsch, Basevibes Clips heißt er mittlerweile, auf meinem Basevibes Clips Kanal, weil meine meisten Viewer sind kein Abonnent und es würde mich freuen, wenn ihr ein Abo dalasst, Glocke aktiviert und mich so dann unterstützt. Wenn ihr Bock habt auf House Music oder generell Elektromusik, checkt auf jeden Fall auch meinen Hauptkanal ab. Danke, damit ist der Werbeblock dann auch schon vorbei. Das war der Werbejingle, falls ihr es nicht erkannt habt, lol. Ja, wenn euch das jetzt so langweilig ist, kann ich auch mal ganz entspannt hier gerade mal umschalten. Aquarium Cam. Ist aber gerade nicht viel los vor der Cam. Wobei. Doch, da kommt ein Fisch. Da ist er. Nice. Okay, wir schalten wieder um. So. Okay, wir haben jetzt gleich die 600 voll fürs nächste Upgrade. Bams. So. Dann machen wir gleich den Arbeitsspeicher hier bei dem Rechner 2. Und dann machen wir die CPU beim Rechner 1. Kann schon wieder hier einsammeln, ey. Crank. So, spielen wir weiter. Zack, zack, zack. Ich weiß nicht, warum mir das jetzt im Kopf kommt gerade. War das Indiana Jones oder war das A-Team? Ist er wahrscheinlich eh zu jung, um das zu kennen, lol. Ne, aber es war A-Team, war das A-Team. Aber es ist beides sehr ähnlich, jetzt, wo ich so drüber nachdenke. Eins in den Chat, wenn ihr A-Team kennt. Oder schreibt es gerne auch in die Kommentare, wenn ihr das A-Team noch kennt.